Moin bei Senor Didi. Heute geht das wieder um Musik. Ich will jetzt mal dieses Mugent nochmal auspacken. Das ist ja so ein VST-Instrument, was ich mir als Plugin runtergeladen habe. Ich würde mal sagen, ich mache mal erstmal die Seite auf, bevor ich Cubase aufmache. Ich gucke mal jetzt nach Mugent. Mugent.com, da steht das, Mugent to make music. Da kann ich mal übersetzen. So, hier, Mugent. Das ist ein, da steht das sogar, ein Plugin. Warte mal, den müssen wir hier mal wegmachen. Das gehört jetzt hier gar nicht zu. So. Und da steht, willkommen beim Mugent oder Mugent, Ihre Online-Quelle für hochwertige Samples, also ist im Grunde ein Sampler, ja, frische Beats und Loops. Unsere Mission ist es, Ihnen die gleichen Kick-Ass-Sounds zu bieten, die wir in unseren eigenen Produktionen kreiert haben, die auf Radiosendern von Österreich, Belgien und China bis in den USA ausgestrahlt werden. Und ja, es gibt noch etwas. Die meisten Sounds sind kostenlos und sie können ohne Urheberrechtsprobleme verwendet werden. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja, und wenn man das runter, also wenn man die Seite schon alleine aufmacht, ja, das ist dieser Player jetzt hier. Den kann man sich also runterladen, also auf den Computer legen und kann dann aber auch dann den erwarteten Mugent Player mit kostenlosen Instrumenten Kits herunter. Ja. So, dann machen sie dann so Tutorials und so. Und was man machen kann, ne? Das ist Hip-Hop, Rock und sowas, in so eine Beschreibung und sowas. So, und jetzt folgend, wenn man das jetzt macht, man kann nicht das Ding dann auch kaufen für 99 Euro oder was, also fast 100 Euro, dann hat man das ganze Sortiment, ja. Und das wird erstellt von Musikproduzenten. Von Ingenieuren und von Arrangeuren, ja, die sowas hier brauchen eigentlich. Also die Radiosender machen und sowas. So, und jetzt mache ich mal hier unten die Gruppe mal auf. Und da stehen hier schon Beispiel ganz viele Sachen drin. Ne, da hier Bass und spielerisch, Akkorde, Schlagzeug, also ganz viele Kategorien. Orchester, Pack, Schlagzeug. Das ist Synthesizer Fox Downloads. Ne? Da kann man die einzelnen Dinger jetzt anklicken, sagen, ich klicke jetzt den hier an. Und dann hat man hier Beispiele, die kann man sich runterladen jetzt. Ne? Da mache ich das mal an. Habe ich hier was anhört. So, mal gucken. Macht der hier Sound oder macht der Sound hier? Ach, ich habe jetzt hier das. Den jetzt hier sogar nicht an. So. So, dann läuft das Ding. Aber der macht den bei mir aber nicht. Weil ich habe da irgendwie was bei mir falsch geschaltet. Na, also man kann sich hier ganz viele Sachen auf jeden Fall runterladen. Ne? Das will ich jetzt auch so gar nicht mal. Oder sollen wir uns mal ein Schlagzeug, wäre vielleicht nicht schlecht. Aber das, ich kann das ja auch in dem Programm machen. Also alles, was man hier so runterladen kann, ne? Da kann man ja ganz einfach halten. Schlagzeug oder hier kann man gucken, das hat man jetzt Instrumente, was will man da haben. Ne? Kajon, ne?
Da hat man ganz viele Dinger hier, die man spielen kann. Da sind also so Aufnahmen, ganz kleine, die kann man sich runterladen und dann damit spielen. Ne? Aber ich mache das gleich ein bisschen anders bei mir, weil ich da schon Tempo kann man einstellen. Genre und Family. Ja? So, und dieses Mojent, also kann man sich jetzt frei runterladen oder eben kaufen. Ne? Und ich habe das ja hier runtergeladen, habe das bei Cubase eingebaut, weil das ein VST-Instrument ist. Hier, das ist zum Beispiel dieses Mojent Player hier. Und das ist ja eingebaut in, ich mache bei Cubase jetzt auf, in Cubase. Das ist ein ganz interessantes Instrument. Da ist auch ein virtuelles Musikinstrument, ja, also ein Sampler. Da habe ich hier schon eine Vorlage gemacht, Test Mojent, und mache jetzt ein leeres Blatt von Cubase auf. Ne? Das ist dann ganz leer hier. Und hier haben wir die VST-Instrumente hier. VST-Effekte, Loops, Presets und so weiter, ja. Ich mache mal hier die VST-Instrumente auf. Und da ist er jetzt hier. Hier haben wir den Groove-Agent. Den kennen wir ja schon. Und hier haben wir schon einen Mojent-Player. Ne, den habe ich mir runtergeladen. Dann habe ich den hier draufgezogen auf Cubase. Ne, das ist man als Plugin. Und dann ist er hier mit eingebaut. Und dann kann man den hier installieren. So, dann sieht dann so aus. Das ist Mojent Player. Ja, und wenn man, also im Grunde, das ist jetzt diese freie Software. Ja, das wird sich auch erweitern, weil das über eine Cloud läuft. Die haben irgendwie so einen Server und von da aus rufen die dann immer die Sounds dann auch ab, und das für den Computer. Man muss also internetfähig sein dann, ne? Dass man auch mal das Neueste dann bekommt und sowas. Und hier steht dasselbe, was ich gerade gezeigt habe. Ja, Bass, Brass, Drums, Gitarre. Und wir fangen mal einfach mit einem Bass an. Da sehen wir hier, das ist alles in der Cloud drin, ne? Und wenn man die jetzt haben will, da drückt man mal so da drauf und dann wird er von der Cloud runtergeladen und kann man das auch wieder in Cubase bearbeiten. Aber ich mache jetzt Folgendes. Ich mache mal jetzt den allerersten Bob-Bass. Da steht noch nichts im Speicher, die keine Wolke, also mal gucken, was jetzt passiert. Na, also kann man Instrumente und man kann auch Kits einstellen. Das heißt also, hier hat man auch mal eine Möglichkeit, die Sounds zwar zu verändern. Aber wir machen jetzt mal die Instrumente. So, also mit dem Bob Bass. So, den höre ich mir das mal an. Ja, kann ich jetzt über ein Keyboard hier so spielen, wenn ich will. Na, also die Sounds, die ich jetzt hier lade, da kann ich jetzt mir auch mit arbeiten. Das ist jetzt der Bob Bass. Jetzt habe ich den geladen hier. Und wenn ich das gemacht habe, dann drücke ich bei mir hier auf Keyboard und kann damit spielen. Genau denselben Sound, ja. Ich mache das mal ein bisschen lauter hier. Ja. Das kann man sich aber auch dann runterladen, wenn man will. Aber ich kann ja hier direkt mit arbeiten. Wir machen jetzt mal den nächsten. Dann ist der 80er Bass. Den mache ich jetzt wieder ganz raus, ne? Weil ich den geladen habe. Jetzt machen wir den 80er Bass mal. Und der wird jetzt von der Cloud runtergezogen. Drücke ich mal drauf. Fettes Brot, ne? Also das muss ich leiser machen gegenüber von meinem Keyboard, ist ja ganz schön laut, ne? Mixkontrolle. Dann mal ganz kurz noch aus. Da sieht man, wie laut der ist und das Keyboard. Ne? Nochmal den hier. Oh, der ist aber auch. So, das ist jetzt das Keyboard, ja? Und was macht ihr, wenn er selber macht? Ja, okay, ist er jetzt.
Okay, dann mache ich den wieder weg. Zack. Und zack. Dann mache ich den im 80er nochmal drauf, aber der war dann schon laut, ne? Dann werden wir dich also so spielen, dann heißt es aber, ich kann dich mir jetzt wieder runterladen. Und könnt damit spielen, ne? Mal dem mal hier. Ist das ein Big Club Bass? Was da mache ich wieder am Keyboard, ne? Ich werde mal die Effekte mal so ein bisschen anchecken und spiele das mal übers Keyboard. Da kann man schon mal hören, was ich da alles so treiben kann, ne? Mache ich mal den nächsten, das hier Dance Bass, wie sich der anhört. Dance Bass. Also, da spiele ich hier mit Keyboard. Mache ich wieder aus. Also kann ich mein Keyboard verändern ohne Ende, ja? Und dann ist das im Grunde nur das Bass. Hier kann man auch die Instrumente einstellen. Ich gehe mal noch mit dem Bass mal weiter durch. Deep Sub Bass. Lädt das Instrument jetzt, download, runterladen, ne? Und installiert das. Das höre ich euch nochmal. Ne? Da kann man richtig coole Spuren bei Cubase mit einbauen. Also wenn man jetzt will, dass man damit arbeitet, dann kann man das im Grunde Drag and Drop. Der MIDI steht hier, Drag and Drop. Das heißt also draufdrücken, ziehen und da fallen lassen. Könnte ich dann in der Spur damit arbeiten, ne? Dann könnte ich hier übers Keyboard die Akkorde machen oder einzelne Töne. Ja, machen wir noch mal den nächsten Bass, einen Dirt Bass. Mal gucken, was er so zu sagen hat. Ich mache den anderen, mache ich weg. Auch cool, so, dann haben wir noch einmal, probieren wir noch mal an. Da sieht man, wie viel Bässe man hier hat, so, ne? Das ist unglaublich. Und das ist alles umsonst erstmal. Und man kann aber im Grunde auch sein ganzes Programm holen. Also für 100 Euro, würde ich sagen, macht man damit sicher nichts falsch. Ne? So ein Knocking Bass. Und was er so sagt, der Knocking Bass. Knocking Bass. Organ Bass. Guck mal, was er so sagt. Knocking Bass machen wir weg. Organ Bass. Das sind die, was, wenn man so eine Orgel hat, so diese in der Kirche haben, diese Bässe, die man unten mit den Füßen macht. So, haben wir hier noch einen Party-Bass. Real Bass. Was ist ein Real Bass? Was ist das? Mal gucken. Den machen wir weg. Was macht der Real Bass? Der macht gar nichts. Ich glaube, den muss man, wenn man eine Vollversion hat, kriegt man den, ne? Der lädt sich hier, was ist das? Resse N Bass. Download Instrument. Dann kann ich das wieder auf dem Keyboard spielen, ne? Und da oder wie lange? Da ist Wahnsinn, ne? Und wenn man auch will, kann man jetzt noch Folgendes machen. Man kann zum Beispiel hier diese FX wieder anmachen. Das heißt also, Effekte anmachen und einschleifen. Da haben wir die Möglichkeit, Brusher, Chorus, Kompressor, Delay, Filter, Limiter, Phaser, Reverb. Ne? Kann man auch hier auch Effekte einschleifen. Hier machen wir mal hier einen Chorus rein. Also erstmal so. Mal den Chorus mal. Mal Kompressor. Mal Delay. Ach, Delay ist ja im Grunde.
Echo, ne? So, machen wir dann mal aus hier. Kompressor mal ausmachen. Dass wir nicht zu viel haben, ne? Also noch einmal Delay. Und da kann man dann hier wieder einstellen, ne? Die Latenzzeit, wie lange der nachhallen soll. Macht halt lange, ne? Und dann macht das ganz kurz. Und schneller, ne? So mal. Und jetzt. Und jetzt. Ja. Da hat man hier mit dem Feedback. Oder aber flach halten, ne? Ne, da ist Echo, Delay. Da kann man also alles einstellen, auch hier ein Filter oder Limiter. Und so machen wir einen Phaser rein. Wie ist der Anwalt? So, jetzt. Instrument, wo waren wir denn jetzt? SFX war das oder so, wo waren wir jetzt? Jetzt habe ich mich verlaufen. Das ist auch schon egal jetzt. Ne? Also pass auf, da haben wir es geschnallt. Das war jetzt Bass. Ne? So was wir die ganze Zeit gecheckt haben hier. Jetzt will ich mal zu den Drums gehen hier. Und dann kann ich wieder die Drums mir suchen. Zack, dann macht er wieder eine Liste hier auf und dann habe ich ganz viele verschiedene Drums. Dann kann er auch wieder mit dem Keyboard, jetzt macht er Keyboard gar nichts. Jetzt kann ich mit dem Keyboard Drum spielen. Ich mache mal den ersten. Hört sich mal, hört sich so an. Ja. Den müsste ich mir jetzt runterladen. Dann könnt ihr damit spielen, ne? So, aber wir hören uns nochmal an. So, machen wir Clapset. Dann mache ich es mit Keyboard, ne? Also Percussion machen, ne? Oder Geräusche machen. Für Filme, ne? Oder eine Schreibmaschine kann man machen. Ja, also das, wie gesagt, das ist ja für Musikproduzenten, für Radio-Freaks, hier Radiosprecher und für große Studios. Da kann man echt coole Sachen machen, ne? So, jetzt machen wir den nächsten Mal. Ein Crash-Set. Hört sich so an. Und wenn ich den runterlade, hört sich der wenig nach Keyboard viel. Also nur Becken, ne? Nur im Beckenbereich. Kann man Becken spielen. Hat man hier Drums und Bass-Drums. Guck mal, was er jetzt bringt. Hört sich dann so an. Ne? Machen wir den mal weg. Hi-Hat-Set. Lass runterladen und jetzt. Mit Keyboard. Also Geräusche ohne Ende. Und die kann man auch immer noch hier, wie gesagt, mit irgendwelchen Effekten belegen. Dann machen wir mal einen Reverb rein. Das ist ein Hall kriegt. Ja? Ist ein Hall. Ne, hat man. Den Hall kann man auch wieder groß stellen. Oder? Ne? So. Dann nehmen wir aus hier den nur einen Reverb.
Mal auf, ja? Ne, so ist er trocken. Also kann man viele Möglichkeiten. Dumping kann man hier machen. Dann wieder ein bisschen gedämpft und unterdrückt und so, nicht? Und Stereo, weit und Rubensaiz. Ja? Also ganz viele Sachen kann man machen. Ja. Saturator, was ist ein Saturator? Erzähl mir mal das einer. Viele coole Effekte, ne? So, aber wie gesagt, wir machen jetzt mal hier die Effekte wieder aus, ja? Und gucken wir mal den Pan, also Panorama, können wir in die Mitte stellen. Also war in die Mitte. So, bin ich jetzt hier mit meinem Keyboard, weil immer noch hier eingestellt ist, ne? So. Dann mache ich den Hi-Hat mal aus und jetzt gehen wir noch mal hier auf Instrumente. So, wir waren ja hier. Jetzt mache ich mal Hip-Hop Classic Drums. Wenn das nicht cool ist, ne? Da ist das Instrument, jetzt kann ich das auf dem Keyboard spielen. Ja, verstanden? Also alle Sounds, die ich jetzt habe, ist jetzt alles nur Drums. Ja, hier. Jetzt gehen wir mal wieder noch mal ein, weil machen wir mal Gitarre. Akustikgitarre. Mal gucken, was da drin ist. So cool, ne? Jetzt mache ich das mal und diesen Sound kann ich jetzt auch anlegen ans MIDI-Gerät. Wenn ich jetzt das MIDI spiele hier, mein Keyboard. Fetter Sound, ne? Und da haben wir jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Gitarre nachzuahmen. Das heißt jetzt Akustik, Gitarre, Chords, Light. Und was er da bringt. Das hört sich dann so an, ne? Also einzelne Produkte kriege ich nur eine Taste immer hier. Sagen wir mal F. So, dann könnte man nicht die ganze durchgehen. Was haben wir hier? Distortion Short Guitar Chords. Distort. Jetzt aber wissen. Ne? So, mach den wieder aus. Mal den nächsten Electric Guitar. Runterladen. Guck mal, was er macht jetzt. Das heißt also im Grunde hört sich das dann so an. So, mach wieder aus. Da kann man also jede Gitarre nachahmen. Muted Guitar. Was heißt das? Eine stumme Gitarre? Gucken wir mal, was das jetzt hier ist. Keyboard lang, ne? Das ist Muted Guitar. So, jetzt wollen wir mal weiter. Die Keys. Können wir die, das heißt also Tasteninstrumente, ne? Keys. Da hat man eine ganze Menge, ne? EDM Piano. Den machen wir mal aus hier. Wir sind aber ja bei den Keys, ne? Also bei den Tasteninstrumenten.
Ja, den Zaun könnte man jetzt runterladen und dann so spielen. Jetzt hat man aber auch hier auf der rechten Seite noch die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu machen. Zum Beispiel mit der Ballade, Drums und Bass, Elektro-House, Hip-Hop, House, Trap und EDM-Piano. Da kann man sich jetzt gucken, was will ich da jetzt? Da könnte man das auch wieder mal verändern. Jetzt gucken wir mal hier weiter. Full Organ. Machen wir den mal. Das ist richtiges Orgel, ne? Hausorgel. Auch nicht schlecht. Hauspiano, nochmal. Das kann man jetzt im Grunde auch langsamer machen, wenn man will. Den F, ne? Hauspiano. 118 BPM. Langsamer, aber in A-Moll. Ja, noch einmal ein Piano in 128. Aus. Da kann man jetzt per Mini Drag and Drop kann man hier reinziehen, dann drauf fallen lassen, ne? Den Sound. Klassik Piano, machen wir das mal hier. Ja, kann man Piano spielen. Magic Dreamer. Power Piano. Rock. Wenn man es jetzt haben will, kann man es runterladen, hat man das hier, kann man auf Piano spielen, ne? So, mal lesen hier. So, Nervensäge. So, was haben wir jetzt hier gehabt? Rodi Piano, haben wir jetzt ein? Mal gucken. Bisschen dumpf, ne? Soft Keys. Soul Organ. Ballade. So laut, ey. Wäre am besten, ne? So Soul Vibes. Also Vibration, sowas, ne? Vintage Audio. Hier noch Witness Electric Piano. Ja, kann man also hier alles runterladen, dann so hier auf dem Piano, auf dem Keyboard spielen. Machen wir mal ein Lied. Was ist Lied hier? EDM-Lied. Friends-Lied. Wie gesagt, eine ganze Menge Samples sind das. Ja? Also so Proben, so kleine Proben oder so, sagt man Samples zu. Da kann man jetzt mitnehmen hier, reinpacken und da auch das verarbeiten. Man darf das auch, was auch ganz wichtig ist zu wissen, mit diesen Mojent, ja, also das, was die da hoch und runter laden hier von der Cloud.
Und wenn man das nutzt, da kann man also ohne Bedenken kann man das nutzen, ohne dass man da irgendwie jemand auf die Füße tritt mit Copyright oder sowas, ja, oder irgendwelchen Rechten. Die sind alle freigegeben und da kann man auch richtig machen mit was man will. Ne? So, Orchester machen wir mal. String Spiccato. Boah, ein Sound. Tropical Marimba. Wie Haus, Pop, Trap, ne? Tubular Bells. Bimmeln wir mal ein bisschen. Das heißt also, wenn ich das jetzt hier mir runterlade, dann könnte ich das auch, aber das Ding, da müsste man dann auch erstmal, das gehört zur Vollversion, so wie das aussieht, da packt sich das hin. Vinylchords. Violine. Ja, und jetzt haben wir Percussion hier. Was haben wir denn da? Bongo-Set. Haben wir auf Keyboard spielen, ja? Ich spiele mal auf Keyboard. Noch. Na, die Töne ausruhen. Hier die Effekte mit reinmachen, ne? Was er macht hier, ob man, da macht er zum Beispiel Delay und Reverb, ne? Das ist schon wieder eingebaut. So, machen wir den auch weg. Das heißt also, wir haben hier ganz viele Instrumente und also eine Kategorie von Effekten. Jetzt gehen wir mal hier zu Synthesizer, das ist auch interessant. Und hier der Timbal Set. Djembe. Mal sagen, den pfeffern wir jetzt mal da rein hier. Den haben wir so mit, ne? Könnten wir ihn da reinpacken. Djembe, ne? Ist der hier? Machen wir den noch mal an. Dann kann ich jetzt auf Keyboard spielen. So, Djembe, Ibu, tun wir auch mal weg hier. Ensemble Shaker, Electric Bongos, Electric Bongos. Auch nicht schlecht. Electronic Percussion. Auch nicht schlecht, nicht schlecht. So. Percussion. Den packen wir jetzt mal einfach nochmal rein. Hat der nicht gepackt jetzt hier? Warum macht er nicht? Mal gucken. Da hat er irgendwie was gepackt. Wo ist er? Elektro. Ja? Hat er sich den da nicht gepackt hier? Packt ihr den da nicht ein? Frage ich mich. Ja, wie will er da nicht? Also im Grunde hier muss man, kann man das dann in sich hier packen und kann ich das dann auch, das muss hier, das ist glaube ich auch nicht frei hier. Da müsste ich mal eingucken, was ich wohl was Freies finde und dann ziehen wir den da mal rein. Ne? Synthesizer zum Beispiel. Aber wir wollen ja ein paar Percussion haben. Drums. Wir machen mal ein Drum-Set, irgendwie einen Drum-Sound und bauen jetzt schon mal was in
in Cubase ein. Ja, also da haben wir ja gesehen, da gibt es Wiki ohne Ende. Ich kann mich kaum entscheiden oder so. Guck mal, was er bringt hier. Was war das? Nee, den wollen wir nicht. Ich ziehe jetzt mal gleich mal einen da rein. Mal Chill Out. Future Bass. Das wäre schon mal ganz gut, das wäre schon ganz guter Rhythmus, ne? House. Pop. Reggae. Gibt ganz wieder hier Reggae Drum Honk. Reggae Beat. Wir gucken nochmal woanders ein bisschen. Woanders, wir haben einen anderen Rhythmus noch. Trunks, Trunks, das ist auch nicht schlecht. Ja, da ist ja was hier für Raver, nicht? Hip-Hop-Drums. Hip-Hop-Classic-Drums. Der ist auch ganz cool schon hier. Wir gucken mal Hip-Hop-Chill. Da gehen wir mal rein. Den wollen wir jetzt mal laden hier. Ne, dann kann der jetzt frei zu laden. Hip-Hop-Chill habe ich gesagt. Einmal hören nochmal. Ja, 90 BPM, das ist cool. Genau. Und den kann man jetzt hier reinpacken. Da liegt er jetzt hier als Spur drin. Ja, hier ist er drin. Ich mache die Spur jetzt mal größer. Das war auch jetzt mal so auch Ergebnisse. Ich mache die mal so groß, dass man die auch sieht. So, habe ich den ja schon mal drin hier, ne? Soll ich dann noch einen anlegen? Aber im Grunde kann man damit jetzt schon arbeiten hier. Dann gucken wir, ob man den hört. Kann man nicht hören, weil der noch gar nicht an ist. Na, so. Stopp. Da will ich auch einen Loop rausmachen. Das heißt, von hier an. Genau, bis dahin mache ich einen Loop. Dass er sich immer wiederholt, ne? Sonst hat das wenig Sinn. So. Ja, mal horchen, ob da eine Farbe noch reinpacken da. Na. Mach mal rot wieder, ne? So, und dann ist das hier meine Soundspur für Takt. Zurück. Den muss ich wieder ganz nach vorne setzen. So. Jetzt müsste ich noch gucken. Da muss ich noch irgendwas anmachen. Ich habe irgendwie was noch nicht so richtig. Warum spielt der jetzt hier nicht? Magenta habe ich doch da an. Der ist an. So. Der müsste den halt eigentlich spielen, ne? Jetzt kriegen wir den auch noch auf die Reihe. So. So, mal gucken. Macht der hier gerade Tick-Tack-Tack, Tick-Tack-Tack? Vorzähler haben wir da auch schon. So. Warum läuft der nicht? So. Dann habe ich irgendwas jetzt falsch gemacht, ne? Ja, irgendwie war da ein Fox hier drin, ne?
Ist mal den Metronom ausmachen. Zack. Jetzt haben wir da noch kein Loop rausgemacht, ne? Lass ich den mal von vorne laufen. Stopp. Ne, warte mal, auf Love. So, pass auf hier. Einmal von vorne und dann mache ich jetzt einen Loop rein hier. Zweite Runde von hier aus. Dass das sich immer, dass das immer rund läuft, ne? So. Ja, das ist jetzt eine runde Sache. Aber der gefällt mir gar nicht so gut. Ich werde den nochmal killen. So. Das heißt also, auch den Loop mache ich aus. Und werde mir nochmal einen neuen suchen. Da gibt es ja genug ohne Ende. Hip-Hop Classic, Hip-Hop Chill. Ja, der ist ja gut, den wollte ich gerade schon mal haben. Jetzt machen wir den nochmal rein hier. Hip-Hop Chill. Den wollen wir nicht haben. Hip-Hop Chill. Den loaden wir mal. Hip-Hop, wo ist er? Hip-Hop Chill. Hip-Hop Classics. Da hat aber jetzt nicht gemacht, was ich will. Machen wir den nochmal. Hip-Hop Chill. Hopp. Den packe ich jetzt da rein. Hopp. Mal gucken, wie sich der anhört. Da habe ich es ja nicht geladen, ne? So, das heißt, nochmal löschen. Bis wir es können, ne? So, zack. Na. Ihr müsst halt nochmal ausmachen. Das ist hier alles verwuschelt. Nicht speichern. Weil ich habe gerade hier so eine Bremse drin gehabt. Den muss ich nochmal neu machen. Ich will mal gucken, dass ich jetzt schon mal eine Grundspur lege für das nächste Projekt. Ne? Dann will ich mal gucken, ob ich das hier mit Mugent machen kann. Ne? Nicht mit den Halion Sonic oder hier mit dem Groove Agent, sondern eben hier mit Mugent. Ich lade das jetzt nochmal neu auf. Jetzt mache ich das nochmal. Lösche ich das nochmal? Wo ist das? Das radiere wieder. Abgang. Den nach vorne setzen wir, ne? So. Und den Loop ausmachen. Na. So. Den haben wir jetzt aus. Jetzt haben wir folgendes. Jetzt will ich das nochmal mit diesem Gent nehmen. Und nochmal eine neue Spur suchen. Also wir waren ja bei Drums hier. Dann gucke ich mal hier nach einem anderen Techno-Drum. Noise, Hi-Hat, Clap, Hip-Hop haben wir gesagt, Hip-Hop-Drums. Da gehen wir nochmal hin. Na gut, dann machen wir die Klassik mal. Mal gucken, ob der sich da packen lässt. Klassik-Drums, ne? So, und dann gucken wir das jetzt mal, dass wir den hier mal reinpacken. Horchen wir mal. Ah, den hat er sich gepackt. So, jetzt können wir, da machen wir jetzt einen Loop raus. Das heißt im Grunde, von hier bis hier, wie ich das immer, dass es als Schleife läuft. Dann kann man das durchlaufen lassen. Das ist jetzt ein ganz einfacher Rhythmus. Mal raus. Also kann man den schon mal lassen. Den mache ich mal ein bisschen größer.
So. 4/4-Takt, ne? Erste Viertel, zweite Viertel, dritte Viertel, Viertel. So, da haben wir den schon mal fertig. Jetzt könnten wir den hier, die Schlagzeugspur mal. Ist ja im Grunde simpel. Mal noch ein Anlegen, nochmal mit den Groove-Agent hier, mit den Mugent. Und will mal gucken, ob ich da jetzt Sound für finde, und zwar mit Orgel oder irgend sowas. Orchestra, Strings, was haben wir da? Marimba, Bells, Chords, Trompete, Horn, Hits, Percussion. Und dann wollen wir nochmal ein paar Percussion beilegen hier. Warum sagt er hier nichts? So. Ich müsste den erstmal hier laut machen, so, dann sagt er auch was. So, nochmal. Jetzt müssen wir natürlich den gleichen Rhythmus haben wie der hier. Aber wir machen keinen Rhythmus jetzt, wir machen jetzt mal irgendwas mit einem Synthesizer. Da wäre eine Maßnahme. Wir werden jetzt mal irgendwas hier EDM-Lieder. Future Bass. Maßnahme, hast du gesehen? So, Finish Book Green Pad. Was passt denn zu dem Rhythmus hier eigentlich? Hier müsste ja noch was anderes sein. Kalimba. Gucken wir mal, ob wir den da reinpacken. Ich muss erstmal da. Ach, das ist Free Download. Organic Sound. Könnt ihr das jetzt selber spielen? Oder aber ich könnte den auch synthetisch laufen lassen. Mal gucken, ob ich den hinkriege. Was sagt er? Da ist er. Ja. Also wie gesagt, Drag and Drop kann man machen. Lass mal das mal zusammenlaufen. Wie sie das jetzt zusammen anhört. Dahin könnte man hier laufen lassen, ne? Den Rest könnte man jetzt abschneiden hier. Dann nehmen wir eine Schere. Müsste man eigentlich hier erstmal markieren. Und eine Schere nehmen, ne? Ob wir den abschneiden können? Nee. So war ich gedacht, so. Warte mal, ist auch viel zu groß hier, ich kann das gar nicht sehen. Ganz schön lang, das Ding, ne?
Machen wir den mal von hier. Malen wir den mal bis hier. Machen wir hier das Ratzelfummel. So ist der schon mal weg. Das ist also ein kleiner Tacken fehlt da noch. So, jetzt haben wir den schon mal rund, ne? Mal gucken, wie sich das jetzt anhört. Ich muss mal den Anfang suchen hier. So. Mal zurückgehen noch. Ist am Anfang? Ja. Da, kommt's hin. Er haut wieder ab. Na. Also wieder hier. Da ist er. So, jetzt habe ich ihn erwischt. Jetzt kann man jetzt einen Loop laufen lassen. Ich mache die Spur jetzt mal in eine andere Farbe rein. Vielleicht gelb. So. Könnte mal zu spacen. Jetzt könnte man dann noch einen machen. Ich mache da mal. Ich mache heute mal so ein bisschen mal hier mal die alle mal ausmachen hier. Und macht da jetzt noch mal eine Spur rein. Noch mal hier NewGen. Ne? NewGen Player 2, mal die zweite und dann mache ich den noch mal. Ja, da kann man ja auch so oft machen, wie man will. Oder hier Sonic. Aber ich checke hier ihn jetzt hier an. So, dann machen wir jetzt mal. Ich mache jetzt mal was mit einem Keyboard dabei. Ja? Dann müsst ihr jetzt das Keyboard einmal belegen mit irgendwelchen Sound oder Drums, oder man kann auch ein anderes Instrument mal nehmen, Synthesizer. Word, was haben wir denn da? Moment, da muss ich erstmal aufbauen. Aber ich habe. So, wo ist er? So. Ich müsste den mal anmachen hier so, und dann kann man mal gucken, was ich mir hier für einen Sound suche. Was haben wir, ach, Bass könnten man spielen hier eigentlich. Ne, und mal gucken, ob man einen coolen Bass jetzt noch dazu spielen. Den mache ich dann mal mit der Hand. Bass raussuchen. Elektronikbass. Der ist ein bisschen fett, ne? Monster, Moog Bass, Slip House Bud. Woodstock Bass, Dance Bass. Was? Dann muss man gucken, wie der sich bei mir anhält, wenn ich hier drauf spiele. Mal gucken, dann müssen wir gucken, wen haben wir denn? Was? 80er. Den macht er nicht. Kann ich hier spielen?
Bedarf mal ganz aufdrehen hier? Ja, können wir machen, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, was die da spielen hier. Ich schaue da mal rein und mach mal einfach auf dem Keyboard mal so mit. Ich nehme jetzt aber noch nichts auf, ne? Ja, der Bass ist ein bisschen schlapp. Kommen wir noch einen anderen Pin hier. Ja, ich glaube, der Locking passt jetzt am besten. Ja, so der Mann. Müsste ich dann bloß mal gleich auf den richtigen. Mal gucken, was er jetzt bringt. Jetzt müssen die natürlich auch im gleichen Rhythmus spielen, dann nicht die gleiche Schnelligkeit, ne? Wenn wir dann mal grün machen. Ja, ist zwar jetzt mal so ein bisschen Synthetic Sound, aber man sieht, man kann wirklich ganz coole Sachen damit machen. Ganz einfach stricken und kann die auch erarbeiten, ne? Also ich mache dir jetzt mal hier so eine Kennzeichnung, und zwar hier zum Schneiden. Ich muss hier einmal schneiden und einmal den da, ne? Also ich muss jetzt hier einmal kennzeichnen, zack, und dann nochmal ihn hier, ne? So. Den nochmal kennzeichnen. Dann könnte man jetzt theoretisch hier den nehmen und den wegpacken. Rausschneiden, ne? Und wegputzen. Das heißt, wir könnten jetzt wieder den Loop anschalten. Und schon haben wir drei Spuren. Jetzt müssen wir gucken, ob die drei Spuren auch die gleiche Ständigkeit haben. Das ist natürlich ganz wichtig, ne? Gucken wir mal, was die also treiben. Als erstes Mal machen wir die jetzt alle weg und halten jetzt, ne, andersrum. Wir machen den mal wieder weg, den hier mal weg und nur den hier. Dass wir den Rhythmus mal haben, und der sagt dann 120 hat der, ne? Ja, ja. Ja, okay. 120, was haben wir denn hier? Tun wir den mal hier wegmachen und tun den mal anmachen. Gucken, was er hat. 120, ne? So.
Ja, das, also das ist jetzt die erste, das ist Schlagzeugspur hier. Ich mache das mal ein bisschen größer. So. Und hier der Editor dazu. Ja, war auch mal dieselbe Größe, so dass man das so sieht, ne? So, dann lass ich das nochmal spielen. Ist das diese Spur jetzt hier? Ja, kann man hier, also wie gesagt, das sind hier die die Velocity, die kann man hoch und runter ziehen. Velocity nennen die sich. Das heißt auf Deutsch Darmzotten. Da kann man jeden Ton hier laut und leise ziehen. Ne? Das mache ich aber jetzt nicht. Da kann man sich hier schon mal merken. Das sind die ganzen Töne, die kann man jetzt auch verändern in Höhen und sowas. Ne? Ich verändere aber jetzt nichts. Jetzt mache ich die nächste Spur. Ist dann diese hier. Die tun wir auch mal mittig machen. So. Dasselbe hier kann man jeden Ton laut und leise machen oder eben auch versetzen, ne? Editieren. Und das ist dann die letzte Spur hier noch. Die lasse ich mal einzeln jetzt laufen. So, einziges, was uns jetzt so bleibt, das ist das ein Viervierteltakt. Wir gucken mal, ob wir das jetzt hier quantisieren können. Ein Sechzehntel hat er da stehen. Hat er schon quantisiert? Wir machen das mal auf. Ein Viertel, ne? So. Ist ja nicht so ganz so. So hat er sich auf ein Viertel gesetzt. Ist ja vier Viertel, ne? Haben wir ein Viertel, haben wir, das sind 16, ein Sechzehntel, ein Viertel, ein Ganzes ist ja der hier, ne? Das ist ja vier Viertel, ne? Und ein Viertel ist ja nur so ein Teil hier, ne? So, auf dem Sechzehntel war er gestellt, so, das ist ein Ganzer, wir machen jetzt mal auf dem Sechzehntel wieder. So, das heißt, den müssen wir wieder kleiner machen. So. So, quantifizieren wir auf 16 wieder, ne? Auf ein Sechzehntel. Dann mache ich es mal mit denen hier. Den lassen wir jetzt mal laufen. Fertig, dann machen wir den nächsten. Da kann man das selber hier mitmachen. Das auf 16 soll stehen, dann lassen wir jetzt alles auf dem 16 soll stehen und quantisieren diese Spur hier. Dann rückt sich das auch wieder richtig so gerade, dass das genau immer am Anfang so hinkommt, ne? Dass das ja gleich gedeckt wird mit den Takten, wenn man die Anfänge findet. Wir gucken mal, ob was passiert. So, macht er nichts, hat er sich wahrscheinlich noch reingerückt und der hier machen wir selber nochmal. Ah, der hat sich gerückt, habe ich gesehen. So, jetzt müsste das aber im Grunde von Haus aus sich jetzt viel, viel besser anhören, ne? Das ganze Bild jetzt, ne? Also ich höre mir mal alles an. Und so einfach kann man Musik machen, ne? Ist ja irgendwie irre, wohl. Machen wir den Bass, wenn wir mal so ein bisschen verändern hier. Das ist der Bass hier. Habe ich überhaupt noch so viel Zeit, was zu tun? Oh, ich habe schon eine Stunde vier, das geht da nicht. Da geht schon, aber da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist schon noch ein bisschen lange, ne? Dann würde ich sagen, dann lasse ich, eigentlich wollte ich jetzt hier die Töne mal verändern hier, auch mit laut und leise, aber können wir uns ja noch mal für nächstes Mal vorbereiten. Ja, dann kann man mal sehen, dass man auch hier die ganzen Spuren hier, auch das hier. Ne, das sind alles einzelne Töne, die kann man versetzen. Entweder in eine Tonhöhe oder auf einem anderen Takt, einen anderen Takt einer spielen. Ja? So, hier auch. Das sind drei Spuren. Ich würde sagen, damit verabschiede ich mich erstmal. Und das ist jetzt alles der Mugen gewesen hier. Ja, also das Ding hat auch richtig Sinn. Mugen. Ja?
hat man ganz viele Sachen, da ist noch frei zum Runterladen, das darf man auch ohne weiteres nutzen für irgendwas, ne? Kann man sich irgendwelche kleine Audio-Files machen und verschicken oder was weiß ich, was man damit treibt, so, ne? Oder eigene Musik machen. Ciao, ciao! Ugen, müsst ihr mal merken. Ein sogenannter Sampler, wohl? So, und das habe ich jetzt eingebaut hier bei mir in der VST-Instrumente. Und der Sampler Mugent Player. Ne? So, dann wollen wir den, ich werde mal den ein bisschen mehr damit arbeiten, so mit den ganzen Geräten und werde mal so gucken, dass ich so Spuren mache. Ne? Das ist jetzt eine synthetische Spur. Und hinterher will ich dann aber auch synthetische Spuren machen und dann auch mit Handinstrumenten, mit Gitarre und mit Saxophon und was weiß ich, mit dem Bass noch anlegen, ja. Also nicht nur hier Knöpfchen drücken oder was, ja, sondern auch mit handgemachten Instrumenten mitarbeiten, ne. So, einmal nochmal hören, was so schön ist. Naja, so schön noch nicht, aber... Könnte was werden, ne. So, ciao, ciao. Speichern wir mal unter Test New Gent. Ciao, ciao.